Herzlich willkommen zu den fünften Dillspitzen. Wir sind heute in der evangelischen Stadtkirche und mein Gast ist Andreas Soll, Orgelbauer, mit dem ich gleich ein Interview führen werde über die Arbeiten, die an der Oberlinger Orgel ausgeführt worden sind. Die Landesmusikräte Deutschlands haben die Orgel zum Instrument des Jahres 2021 gekürt. Sie ist damit das erste Tasteninstrument, das zum Instrument des Jahres erklärt wurde. Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte aller Musikinstrumente, das tiefste und das höchste, das lauteste und das leiseste. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Nach knapp 6 Wochen Umbau und Reparatur im November 2020 erklang am Heiligen Abend erstmals wieder die Oberlinger Orgel im Gottesdienst. Herr Soll, herzlich willkommen hier in der Dillenburger Stadtkirche. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor und erzählen Sie unseren Zuschauern, wie sind Sie überhaupt zum Orgelbau gekommen? Ja, Andreas Soll ist mein Name. Ich bin Orgelbauer seit fast 35 Jahren. Und die erste Begegnung mit dem Orgelbau oder mit dem Instrument Orgel war mit 16 Jahren im Trierer Dom. Da war gerade eine Messe zu Ende und der Bischof ging aus der Kirche raus und der Organist improvisierte in einer Art und Weise, die mich als 16-Jähriger angesprochen hat. Damit hatte ich nicht gerechnet, da waren Jazz-Elemente drin und ein bisschen Latin. Alles so Dinge, die ich in der Kirche niemals vermutet hätte. Und ich werde nie vergessen, ich habe meine Mutter gefragt, wer macht diese Dinge, die da an der Wand hängt? Macht das der Küster im Keller oder kann man das bei Neckermann kaufen? Und meine Mutter hat mir damals erklärt, das ist ein eigener Beruf, das sind Orgelbauer. Und wenn du möchtest, kann ich mal einen Kontakt herstellen. Und so kam das so ganz langsam ins Rollen. Ich bin dann bei einem Orgelbauer gewesen. Der hat mir alles gezeigt, hat mir das sehr gut erklärt und noch ein Buch geschenkt. Und ich werde nie vergessen, ich komme nach Hause und werfe das Buch in die Ecke von meinem Zimmer und habe gesagt, ach, das ist nichts für mich, das ist was für alte Menschen. Die Musiker, die da die Musik geschrieben haben, die leben schon gar nicht mehr. Das ist langweiliges, altes Zeug, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und ein Vierteljahr später habe ich dieses Buch gefunden, hinterm Bett beim Aufräumen. Und habe angefangen zu lesen und zu lesen und das las ich wie ein Krimi. In 3 Nächten hatte ich das Buch durch, habe es zugebracht oder habe zu meiner Mutter gesagt, ich werde Orgelbauer. Und so kam das ins Rollen. Ja, toll. Sie haben aber auch als Orgelbauer ein Spezialgebiet. Was ist das? Ja, ich habe ein Spezialgebiet, das ist Spieltischbau und Elektronik. Steuerungselektronik für Pfeifenorgel. So ein Instrument hat ja heute, ich sage immer lapidar, mehr Rechenleistung als Apollo 12. Und das beherrscht nicht jeder und wir haben uns darauf spezialisiert. Und Sie sind als Orgelbauer auch international tätig mit Ihrem Spezialgebiet? Ja, also wir haben mittlerweile, wir sind zu zweit in unserer Firma, sind wir in 25 Ländern tätig. Und was war so die weitest entfernte Orgel, die Sie mal bearbeitet haben? Also es gab die nördlichste Orgel, an der ich gearbeitet habe, die steht in Murmansk in Russland, oben am Polarmeer. Die südlichste in Sizilien, die westlichste in Kolumbien. Und dazwischen haben wir so ziemlich alles abgegrast, was Orgeln haben möchte. Sollen wir mal auf die Oberlinger Orgel in unserer Stadtkirche zu sprechen kommen? Seit wann kennen Sie denn dieses Instrument? Dieses Instrument kenne ich seit gut 5 Jahren. Ich war damals beteiligt, als das Instrument saniert wurde von der Firma Förster Nikolaus. Ich habe damals die technische Sicherheit, also elektrische Sicherheit, gewährleistet bei diesem Umbau. Und wie haben Sie die Orgel jetzt vorgefunden, als der Schaden aufgetreten ist? Das war dramatisch. Also die Elektronik hat fast gar nicht mehr gearbeitet. Es gab große Zeitverzögerungen. Es gab Elemente, die von selber gespielt haben, obwohl keine Taste gedrückt wurde, kein Register gezogen wurde. Das war nicht mehr hinnehmbar. In dem Zustand war es nicht möglich, mit dem Instrument kreativ zu arbeiten. Nun haben Sie ja mit Ihrem Mitarbeiter zusammen seit Mitte November letzten Jahres die Orgel einer umfassenden Reparatur unterzogen. Erzählen Sie doch mal kurz, was Sie gemacht haben und ob es dabei vielleicht auch besondere Herausforderungen gegeben hat. Also was wir gemacht haben, ist
zunächst, wir haben das Instrument, ich sag mal, digital entkernt. Wir haben alles rausgenommen, was aus der früheren Bauphase da reingebaut wurde, die Setzeranlage, Koppelanlage und so weiter. Hatten den ganzen Spieltisch auseinander. Wir haben neue Kontakteinrichtungen an die Klaviaturen gebaut. Das war alles nicht so einfach, weil das natürlich vor 25 Jahren nicht vorgesehen war. Da mussten wir schon gucken, dass wir unsere modernen Anlagen da reinkriegten. Und am Schluss hat aber doch alles gepasst und es funktioniert sehr schön. Ja, und wir waren ja auch sehr glücklich, dass die Orgel dann an Heiligabend nach dieser langen Zeit auch wieder spielen konnte. Ja, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was. Die Orgel ist ja nicht nur technisch instand gesetzt worden, sondern sie hat ja jetzt auch neue Möglichkeiten. Was kann die Orgel denn jetzt, was sie vorher nicht konnte? Also, ich fange mal andersrum an. Was sie vorher schon hatte, war eine Setzeranlage. Die haben wir im Zuge der Arbeiten getauscht. Was sie aber vorher nicht hatte, ist ein Bildschirm, ein berührungsempfindlicher Bildschirm, ein sogenannter Touchscreen, der es ermöglicht, die Kombinationen, die wir in der Setzeranlage gespeichert haben, also das sind die Mischungen der Register, die einzelnen Klangfarben, die man dann per Knopfdruck abrufen kann. Diese Kombinationen kann man in einem Archivsystem benennen und unter einem Liednamen, einem Stücknamen abspeichern. Und in der Folge kann man zum Beispiel für ein Konzert sich eine Playlist erstellen, sodass man die Stücke der Reihe nach abruft und mit dem Sequenzer bedient. Das ist ja schon mal eine sehr praktische Sache. Da freue ich mich sehr, dass ich jetzt ein bisschen komfortabler mit der Orgel umgehen kann. Jetzt gibt es aber auch noch weitere klangliche Möglichkeiten, die die Orgel jetzt neu hat. Erzählen Sie uns doch darüber auch mal was. Ja, das gibt ein ganz interessantes Feature, wie man auf Neudeutsch sagt, und das ist die sogenannte Forte-Koppel. Die Forte-Koppel bedeutet, dass die Geschwindigkeit, mit der die Taste runtergedrückt wird, gemessen wird vom System. Und wenn ein bestimmter Wert überschritten wird, dann schaltet sich eine vorher definierte Koppel automatisch dazu. Das ist eine sehr effektvolle Geschichte für einen Schlussakkord zum Beispiel. Oder man kann dann mit der linken Hand eine andere Registrierung spielen als mit der rechten, ohne dass es einen Trennungspunkt an der Klaviatur gibt. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass man eine Sostenuto-Funktion einschalten kann. Können Sie uns das auch noch kurz erklären? Ja, das ist ein ganz witziger Effekt. Das ist eigentlich ein künstlicher Heuler, den man ja eigentlich gar nicht so gerne hat. Aber in diesem Fall nutzt man das aus. Also man kann zum Beispiel auf einem Manual einen Ton drücken und auch wenn man die Taste loslässt, bleibt dieser Ton an. Und man kann dann auf einem anderen Manual zu diesem Orgelpunkt improvisieren zum Beispiel. Wenn man dann eine andere Taste drückt, dann bleibt dieser Ton an und der vorherige geht aus. Das ist das sogenannte gegenseitige auslösende Sostenuto. Man kann es aber auch addierend spielen, dass wenn ich einen Ton drücke, bleibt der an. Wenn ich einen zweiten drücke, bleibt der auch an. Man muss sich also hier schon ganz genau überlegen, was man tut. Und man ist dann frei, auf den anderen Manualen zu den Tönen, die nicht mehr ausgehen, zu improvisieren. Und dann hat die Orgel jetzt auch eine Aufnahmefunktion. Ist das richtig? Das ist eine schöne Geschichte, das Aufnahme-Wiedergabe-System. Man kann bei den entsprechend ausgestatteten Manualen und Werken das aufnehmen, was man gerade spielt. Das wird aber nicht mit einem Mikrofon aufgezeichnet, sondern es werden die digitalen Signale der Tasten aufgezeichnet. Und man kann sich das dann hinterher in Echtzeit mit allem, was schön war und mit allen Fehlern wieder anhören. Man kann es auch schneller sich anhören und langsamer anhören? Ja, das kann man auch. Also wenn man sich nicht so gut fühlt, kann man es langsam aufnehmen und schnell abspielen zum Beispiel. Und ich kann mich im Kirchenraum von der Orgel wegbewegen und auf Distanz hören, ob das, was ich an Registern ausgewählt habe, so stimmt. Also kann das auch zum Abhören benutzen. Das stelle ich mir auch als sehr praktisch vor. Genau, das ist eine Lösung für ein uraltes Problem, dass der Organist nämlich nicht hört, wie die Orgel in der Kirche unten klingt beim Zuhörer, sondern er hört nur das, was oben am Spieltisch akustisch erscheint. Und mit dieser Funktion ist es, wie Sie schon sagen, möglich, im Kirchenraum sich an verschiedenen Stellen aufzuhalten und die Orgel und die Registrierung abzuhören und gegebenenfalls zu ändern.
Ich freue mich darauf, diese neuen Möglichkeiten jetzt auch sukzessive kennenzulernen und auszuprobieren. Es ist ja so wie mit einem neuen Handy, das probiert man auch erstmal aus und spielt damit ein bisschen und lernt es immer besser kennen und werde das dann auch nach und nach der Gemeinde vorführen. Jetzt haben wir ja eine ganz moderne Orgel in einem alten Gewand. Wir haben eben schon drüber gesprochen, die Orgel ist von 1719 von ihrem Gehäuse her. Wie schätzen Sie denn jetzt diese Orgel ein, wenn Sie auch die anderen Orgeln hier in der Region, in der Propstei Nord-Nassau betrachten, welchen Stellenwert würden Sie dieser Orgel jetzt einräumen? Dieses Instrument ist schon ein ganz besonderes Instrument, das in der Orgellandschaft hier in der Region herausragt. Vor allen Dingen nach den sehr gelungenen Umbaumaßnahmen vor 5 Jahren, die dem Instrument klanglich sehr, sehr gut getan haben und die auch technisch eine Aufwertung bedeutet haben. Und jetzt mit der neuen Elektronik haben wir das Ganze abgerundet und haben ein reichhaltig ausgestattetes Instrument, was viele, viele Epochen abdecken kann. Ja, wunderbar. Wir haben ja auch dieses Jahr das Jahr der Orgel. Da wollen wir die Orgel natürlich auch feiern und reichhaltig zum Klingen bringen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute ein bisschen was erzählt haben und unseren Zuschauern einen Einblick gegeben haben, wie es jetzt um unsere Orgel bestellt ist. Erzählen Sie uns doch zum Abschluss kurz, was Sie im Moment aktuell für neue Projekte haben. Ja, wir haben sehr schöne, spannende Projekte in der nächsten Zeit vor uns. Zurzeit steht ein großer dreimanualiger Spieltisch bei mir in der Werkstatt, der auf Fertigstellung harrt. Der geht nach Georgia, nach Amerika rüber, sobald wir da wieder hin können. Der hat 120 Registereinheiten, also schon ein schweres, schönes Teil. Dann haben wir ein ganz besonderes Projekt vor, das ist quasi, das den umgekehrten Weg gegangen ist. Wir haben vor 2 Wochen eine Wurlitzer Kinoorgel geliefert bekommen aus Oklahoma. Die steht jetzt bei uns im Lager und wird in der nächsten Zeit restauriert und in einer evangelischen Kirchengemeinde in Deutschland, in Hanau, wieder aufgebaut und entsprechend benutzt werden. Ja, spannende Projekte. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank für das spannende Interview. Sehr gerne.